Hallo, seit 2017 ist Dresden mit dem Projekt MatchUp eine sogenannte Leuchtturmstadt und übernimmt somit eine wichtige Führungsrolle für Smart City-Lösungen in Europa und Deutschland. Beim Projekt MatchUp geht es um nachhaltige Stadtentwicklung unter der Überschrift Smart City. Die DREWAG ist mit ganz unterschiedlichen Ansätzen dabei und vertestet diese in der Praxis in der Johannstadt. Am Mobilitätspunkt Fetscherplatz fokussieren wir uns auf das Zusammenwirken von Schnellladesäulen und einem Pufferspeicher. Wie ist die Ladeinfrastruktur aufgebaut? Wir haben hier am Standort Fetscherplatz 3 Schnellladesäulen, wo zeitgleich 6 Elektrofahrzeuge Strom tanken können und zusätzlich an der anderen Straßenseite noch eine Normalladestation, wo Carsharing-Fahrzeuge Strom tanken. Was ist das Besondere am Fetscherplatz? Ja, hier am Fetscherplatz haben wir also diese Mobi-Punkte, Schnelllader mit einer relativ hohen Leistung von 450 kW. Wir haben aber die Ausgangssituation, dass hier im Netz sozusagen eine Bestandskundenstruktur, Abnehmerstruktur ist. Es sind also Gewerbe, Büro, Haushalte, sodass wir am speisenden Trafo schon eine Grundbelastung von fast 70% Auslastung des Trafos haben und deswegen für diesen Mobi-Punkt nur eine Leistung von 140 kW netzseitig bereitstellen können. Und genau hier kommt dieser Speicher, das ist eben das ganz Besondere jetzt hier an diesem Mobi-Punkt, dieser Speicher ins Spiel. Der Speicher ist halt dazu da, leistungsintensive Schnellladevorgänge gegenüber dem Netz abzupuffern. Wir haben also hier ein schönes Beispiel, wie wir durch diese Intelligenz, durch diese smarte Technologie des Speichers Netzausbau vermeiden können. Was wird hier im Rahmen des MatchUp-Projekts erforscht? Welche Lastspitzen, welche Leistungsbedarfe entstehen? Wie entwickelt sich auch eine Betriebsweise unseres Speichers, unseres Pufferspeichers? Und letztendlich müssen wir, und wenn ja, wie, an unserer Tarifierung Änderungen vornehmen. Das Ganze bearbeiten wir gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern aus Dresden, die TU Dresden, das Fraunhofer-IWI-Institut. Und wir erhoffen uns daraus Muster für Dresden und vielleicht auch für anderswo, die wir dort mit integrieren können.